Ich bin seit 1995 im Filmmuseum Potsdam. Ich bin Guido Altendorf jetzt für die Ausstellung verantwortlich. Um genau zu sein, seit 98 bin ich mit für die Ausstellung verantwortlich. Ich war vorher als Student noch Besucherbetreuer, also habe Führungen gemacht. Dann eine Zeit lang, eine relativ kurze Zeit mit einer anderen Kollegin zusammen, die jetzt nicht mehr bei uns ist, habe ich Museumspädagogik gemacht. Und dann wurde aus heiterem Himmel die eine Stelle bei der Ausstellungsorganisation frei und ich brauchte Geld, obwohl es nicht das war, was ich ursprünglich wollte, habe ich ja gesagt und habe gedacht, es wird schon irgendwie schief gehen. Und ja, das war erst nur eine halbe Stelle und dann war es dann irgendwann, ich glaube 2000, war es dann eine volle Stelle. Das war auch richtig so angesichts des Arbeitsaufwandes. Also ich habe nebenbei noch Werbung gemacht, Industriefilme gemacht, habe noch gelehrt an der Hochschule in Halle. Das war überhaupt nicht mehr vereinbar mit einer halben Stelle und deswegen habe ich mich dann entscheiden müssen, halb oder ganz. Aber Gott sei Dank wurde mir die Entscheidung abgenommen, insofern, als dass mir dann die ganze Stelle angeboten wurde. Und seitdem bin ich in der Ausstellungsorganisation. Ja, das seit den 90er Jahren. Die 90er Jahre waren wahrscheinlich hier die turbulentesten im Museum, weil es also nicht nur manchmal vier Ausstellungen, Wechselausstellungen im Jahr gab. Das hat sich dann nach und nach ein bisschen reduziert. Auch sind die Ausstellungen immer mal oben, unten gewesen. Also es hat hier wirklich immer einiges auch mit den Räumlichkeiten stattgefunden. Eine der möglicherweise aufwendigsten und größten war gleich eine meiner ersten. Das war die Charlie Chaplin-Ausstellung. Da gab es, eigentlich sollte es nur eine Übernahme einer Ausstellung aus der Schweiz sein, die sich aber dann so als so porös und wirklich unwürdig ausgestellt hat, dass es da wirklich extreme Bemühungen gab, den Nachlass von Chaplin, der damals noch nicht erschlossen war, mal zu öffnen für unser Haus. Und aus irgendeinem Grund ist es mir gelungen, die Nachlassverwalterin dazu zu bringen, dass sie in den Keller gestiegen ist und mir alles rausgesucht hat, was ich wollte. Vermutlich, weil die Ausstellung, die in der Schweiz kursierte, ihr selber nicht gefallen hat und weil sie dachte, okay, jetzt machen wir mal die Chaplin-Ausstellung. Und da hatten wir großes Schwein, dass wir den Plan hatten und der Plan war gefasst worden von unserer damaligen Chefin zur Jahrtausendwende. Also was ist es wert, aus dem 20. Jahrhundert mit ins 21. genommen zu werden? Und das war aus ihrer Sicht, was ich aber durchaus unterschreibe, Charlie Chaplin. Ich war nie ein großer Chaplin-Fan, aber es war für mich natürlich verrückt, als ich plötzlich all das, also Chaplins Schuhe in Händen gehalten habe und diese Sachen. Die Ausstellung, die war ja auch durchaus erfolgreich und sie hat eine Menge Arbeit gemacht, aber ich glaube, sie ist auch wirklich gut geworden. Und vor allen Dingen, und das ist so eines der Highlights, ein Highlight, was mir gleich dreimal in meiner Zeit im Filmmuseum passiert ist, also der liebe Gott der Filmgeschichte, Kevin Brownlow, hat die Ausstellung eröffnet. Also er hatte schon vorher die Leni-Riefenstahl-Ausstellung eröffnet, dann den Chaplin und dann nochmal den Stroheim. Und da durfte ich meinem lieben Gott dreimal begegnen, durfte ihn im Auto vom Flughafen abholen und wieder hinbringen. Und er hat mir die unglaublichsten Geschichten erzählt. Ich kriege immer noch Weihnachtskarten von Kevin Brownlow. Und ja, also in anderen Zusammenhängen bin ich hier in meiner Zeit im Filmmuseum den unglaublichsten Leuten begegnet. Rita Tushingham, Michael Nyman, Angie Wilder, also wirklich Leute, also das sind ganz große Momente gewesen, also denen die Hand geben zu dürfen, mit ihnen reden zu dürfen und also das ist auch so, dass, naja, also der große Schatz, den mir das Filmmuseum für mein Leben beschert hat, also dass ich mit diesen Leuten zusammentreffen durfte. Also in den 90ern, seit ich hier im Museum bin, war es so, dass es nur sehr selten Ausstellungskataloge gab, weil dafür einfach das Geld nicht da war. Es gibt ein paar Standardwerte, Werke wie das Zweite Leben der Filmstadt Babelsberg und das Doc-Filmbuch. Das war dann aber zu der Zeit, als ich hier war, schon Geschichte. Und es gab für die Ausstellung über die Königin Luise und im Film, 2010 war das Jubiläum, habe ich ein bisschen recherchiert, welche Filme sind überhaupt verfügbar über Luise, also Spielfilme.
und bin dann drauf gekommen, dass im Bundesarchiv in vielen, vielen Fragmenten der erste Film über Luise von 1913 vorliegt. Das war ein Dreiteiler, also ein richtig monumentales Werk. Aber wie gesagt, ja, nur in Einzelschnipseln. Und da habe ich damals für die Ausstellung als Publikation für unser Haus in Kooperation mit Luxfilm damals vorgeschlagen, dass wir den für das Bundesarchiv rekonstruieren. Und also so habe ich dann für das Bundesarchiv aus diesem Schnipselsalat diesen ersten Luise-Film rekonstruiert, digital nur. Die haben ja alles gescannt, ich habe es digital gemacht. Auf Grundlage dessen haben die dann ihre Filmkopie, die normal im Verleih ist, erstellt. Und der Zwischenschritt dafür da war die DVD, die quasi nicht nur in der Ausstellung verwendet wurde, in Ausschnitten, sondern auch als Publikation zu der Ausstellung. Also das war sozusagen die Art von Publikation, die ich mir für Ausstellungen vorstellen konnte. Der Film ist aber dann in der Fassung mehrfach im Fernsehen gelaufen. Da war ich natürlich auch ein bisschen stolz, dass wir jetzt den Film gerettet haben. Und das haben wir dann in etwas anderer Form nochmal gemacht zu der Friedrich-Ausstellung 2012. Und der musste auch ein bisschen inhaltlich restauriert werden, weil das Material, was im Bundesarchiv war, unvollständig war. Aber es gab in der Kinemathek noch eine 16mm Kopie, die das ergänzt hat, sodass wir auch den wieder auf die volle Länge gebracht haben für die DVD. Mein Anspruch bei den DVDs war immer, eine sogenannte Studienedition zu erstellen. Das hat sich dann allerdings später erst mehr ergeben. Da stand nicht mehr nur der Film im Vordergrund, sondern eben auch Material, was möglicherweise im Unterricht eingesetzt werden kann. Also wie zum Beispiel Interviews, wie zum Beispiel Zensurunterlagen, lange Essays, die dann nicht im Booklet, sondern im ROM-Teil der DVD sind. Und das ging dann weiter mit der DVD zum Ersten Weltkriegsbeginn, also 2014, Kreuzer Emden. Und woran mir sehr lag, das war Zyankali, das war, als die AfD hier den Abtreibungsparagrafen in gewisser Weise in ihrem Sinne reformiert sehen wollte, und dann Hunger in Waldenburg, das war, wo es um Migration und Arbeitsmigration im weiteren Sinne ging. Und das habe ich eben versucht, also sagen wir mal so aufzubereiten, dass es A, beim Thema bleibt, aber B, eben auch über den eigentlichen Film hinaus, sind dann meistens auch mehrere Filme auf der DVD, in irgendwelchen Kontexten, von denen ich jetzt nicht weiß, welche das sein werden, genutzt werden können. Ich möchte mal noch ein bisschen Werbung machen für unsere absolut aktuellste Publikation. Das ist 100 Facts about Babelsberg von einem Mitarbeiter von uns, der Sebastian Stielke, ein Hans Dampf in allen Gassen. Der hat innerhalb eines Jahres geschafft, einen wirklich ziemlich umfassenden Filmführer für Babelsberg auf die Beine zu stellen. Also es ist wirklich, es macht Spaß zu lesen, und das sind kurze Fakten, und also da ist man richtig gut informiert und man kann immer wieder nachschlagen. Es ist ein kleines Babelsberg-Lexikon, aber brandaktuell. Also vom heutigen Stand aller Firmen, aller Namen, die hier relevant sind. Nicht nur für uns als Filmmuseum, sondern eben auch vor allen Dingen für die vielen, vielen Firmen, die in Babelsberg ansässig sind. Ist eine tolle Sache, ist ein tolles Giveaway, also nicht nur für uns als Haus, sondern vor allen Dingen auch für das Studio in Babelsberg. Große Werbung, und ich kann, ja, also gern wieder und immer wieder. Also es ist ein tolles Buch geworden. Ja.